Jo, weiter geht's mit The Last of Us. Und wir befinden uns in der Haut von Ellie, denn der gute Joel ist nicht mehr. Und wir müssen jagen. Ich meine, ich nehme mal an, dass er nicht mehr ist. Genau weiß man es noch nicht. Und ich bin noch ungespoilert, völlig jungfräulich in dieses Spiel gegangen und ich habe es auch dabei belassen, soweit. Was soll ich jetzt genau machen? Ich hab nicht aufgepasst das letzte Mal. Ich soll mir Hasen jagen. Hasen anbraten. Das wäre als Joel besser gewesen. Denn Ellie ist da nicht, noch nicht so geschult im Hasen anbraten. Ich sehe keine Hasen mehr. Die letzte Folge hat damit geendet, dass wir einen Hasen erschossen haben mit dem Pfeil. Gepfählt, einen Rammler, aber es war wohl der letzte seiner Art. Wir sind keine Rammler mehr zugegen. Oh, das erinnert mich jetzt an so einiges, an Assassin's Creed 3 zum Beispiel. Und Tomb Raider. Da mussten wir auch jagen, um zu überleben. Obwohl ein Hase sollte eigentlich reichen für Ellie. Das gibt mir zu denken. Vielleicht lebt Joel doch noch. Weil wofür braucht sie zwei Hasen? Da ist ganz schön was dran an seinem Hasen. Wenn du die Löffel abschneidest, bleibt noch einiges übrig, sage ich dir. Und hier sind sicher einige Sachen versteckt, ha? Jetzt habe ich mich total verlaufen. Ich gebe es zu. Was habe ich denn eigentlich bei mir? Jetzt muss ich mal schauen. Gar nichts. Absolut nichts. Oh, verstehe. Ich glaube, dass der Joel noch lebt, hä? Weil sonst hätte sie ja mehr genommen als nur den Bogen. Dann hätte sie zumindest ihren Revolver, ihre Pistole, die sie immer bei sich hatte. Die Spritzpistole. Die hätte sie ja behalten, zumindest. Mann, was soll ich Pass auf, machen? Ellie. Was? Pass auf, Ellie. Soll ich den Hirsch jagen? Ah. Ich glaube, das ist mein Ziel. Und da ist ein Buntspecht. Wo ist der Hirsch jetzt hin? Ich war immer ein guter Sammler, aber kein Jäger. Ich höre die Hufe. Hier irgendwo. Oder muss ich am Ende den Hirsch gar nicht jagen? Das ist sehr verwirrend. Wir gehen einfach hier lang. Das ist ein Riesenareal hier. Bin ich? Oder bin ich von hier gekommen? Es kann sein. Es kann durchaus sein. Was soll ich jetzt jagen? Hasen, Hirschen? Gebt mir was zum Schießen. Ich sehe nichts. Sehe absolut nichts. Hörner was. Mir friert schon alles ab hier. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Da unten ist ein Hirsch. Aber so weit reicht das Teil nicht. Gut, dann werden wir uns anschleichen. Hier. In Assassin's Creed 3 konnte ich Köder auslegen. Da war es leichter. Aber hier bin ich der Köder.
Der Bogen hat ja auch keine Reichweite. Ja, ich glaube, das geht sich aus, ne? Bleib da. Hab dich. Nein. Hab dich nicht. Jetzt muss ich nur der Blutspur folgen. Hoffe ich. Da ist er rauf. Da ist er rüber. Mist, ist der schnell. Na klar ist er schnell. Ist ja auch ein Hirsch. Wieso ist er hier lang? Ich habe die Blutspur verloren. Scheiße. Und hier, und hier. Und hier. Und da. Und da. Blöde ist, es waren ja zwei hier. Was? Es hat geknackt im Gebälk. Es waren zwei Hirschen, glaube ich. Die Blutspur ist zu Ende. Oder ist sie das? Habe ich ihn hier erschossen? Nee, das war woanders. Hier ist er gestanden und hat ein bisschen ausgeblutet. Und dann ist er hier lang. Steht er wieder am gleichen Fleck. Hm. Ist Jagen wirklich so mühsam? Hab mir das einfacher vorgestellt. So muss ich auch mit dem Bogen jagen und nicht mit dem Flammenwerfer, lässt es sich besser jagen, dann könnte man das Fleisch gleich grillen in einem Schritt. Nein! Scheiße. Shit! Dann hätte es gleich beim Jagen ein Barbecue gegeben. Du Rindvieh, bleib stehen! Idiotenhirsch. Jetzt wird es mir aber dann zu bunt, Mann. Lass dich erschießen oder lass es bleiben. Keine Zeit. So, jetzt aber. Nein! Blöd. Ja, blöd ist kein Ausdruck. Hirnrissig ist eher das richtige Wort. Hat der Augen im Hinterkopf. Augen im Geweih. Der muss doch schon ausgeblutet sein, das gibt's doch gar nicht. Er hat einen Pfeil im Arsch. Oh Gott, Freunde. Habt Geduld mit mir. Bitte habt Geduld. Ich höre ihn auch nicht. Da bist du ja. Wo? Ich sehe ihn nicht. Sie hat gesagt, da bist du ja, aber ich sehe nicht. Könntest du in die Richtung zeigen? Ah, da. Der Pfeil reicht soweit nicht. Ah, doch. Langsam. Ah, doch, doch. Daneben! Oh, Mann. Das ist aber jetzt Hirn verbrannt. Ich habe nicht daneben geschossen. Das Fadenkreuz war genau auf seinem Hirn. Ich glaube, der kommt mir eh da entgegen. Er kann ja nur im Kreis rennen. Der Wald ist ein in sich geschlossener Bereich. Verstehst du? Ich habe aber auch unendlich Pfeile, weil die haben schon damit gerechnet, dass ich mich so behämmert anstelle. Und haben mir unendlich Pfeile gegeben. Ja, das kann sich wieder ziehen. Ihr kennt das ja. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Oh Gott, wie peinlich. Ist das?
kann nicht mal einen Hirschen jagen. Inzwischen bin ich verhungert, bis ich den fange. Ich glaube, ich muss inzwischen den Hasen essen. Ist nicht eigentlich grundsätzlich ein Hase schwieriger zu jagen als ein Hirsch? Ich meine, einen Hirsch zu treffen ist leichter wie ein Hasen. Hinweis. Ah, endlich. Bitte gebt mir einen Hinweis, ja. Ich habe aber keinen Lausch-Modus aktiviert. Das war ein Hinweis. Das ist der Depp-Modus jetzt. Okay, ihr seid Zeuge. Das ist amtlich. Das Spiel hat erkannt, wie es sich verhalten muss und hat den Vollidioten-Modus aktiviert. Damit auch ich es schaffe, den Hirsch zu erlegen. Aber schon nicht mal das nützt mir was. Ich finde ihn immer noch nicht. Wo ist er? Ja, ich weiß jetzt schon, wo er ist. Oder gibt es als nächsten Hinweis vielleicht die ballistische Kurve? Oder ist das ein anderer Hirsch? Nein, ich will den Hinweis. Lass ihn. Wieso lebst du noch? Das ist ein infizierter Hirsch. Ha, da war ich aber jetzt noch nie. Ach so, ich konnte ihn vielleicht gar nicht erledigen. Ist das möglich? Kann ich da eigentlich wieder zurück? Ja, zurück könnte ich. Hoffentlich kommt jetzt kein Bär. Ich glaube, das ist aber so gedacht, dass man ihn nicht gleich erlegen kann. Auch wenn man perfekt ins Hirn zielt. Glaube ich. Ah, da ist was, schau. Ist da was? Nein, ich dachte, da liegt was. Ein Goodie. Hier sind keine Objekte versteckt. Oder vielleicht doch. Das eine gute Idee ist, den Hirschen so weit. Was ist das für ein Ort? Sollte mir einen anderen Hirschen suchen. Einen, der leichter stirbt. Keinen Extremkampfhirschen. Ich habe wohl den widerstandsfähigsten Hirschen in der ganzen Umgebung gefunden. Toll. Alles ist okay. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Es ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. So fängt auch ein Lied an. Es hüpft mir auf der Zunge. Restricted area. Employees only. Was? Violating? Will be prosecuted. Oh. Wir werden bestraft. Sollte man uns hier finden. Am Hirschen. Super. Oh, Comic. Savage Starlight. Uncertainty. Nix ist fix, sozusagen. Kann ich da raufklettern? Ja, kann ich auch. Aber wozu? Weil ich es kann, deshalb. Okay. Der Hirsch ist da lang. Sieht ein Blinder. Oh. Bergwerk. Eine Mine. Mit Cutscene. Ah, hier ist er verblutet. Dass ich das noch erleben darf. Das ist ja gar kein Hirsch. Wer ist da? Das ist ein Rindvieh. Komm raus! Zeig dich. Hallo. Wir wollen nur reden. Und dieselbe Stimme wie der Joe? Das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Liebe. Ich bin David. Das hier ist mein Freund James.
Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Von mir kriegt ihr nix. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir... Ich bin die Frau und Kind in einem und hab viel Hunger. Und was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh, das... Oh ja. Gibt mir Hoffnung. Ich glaube, Joel lebt im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Die sehen etwas belämmert aus. Das Gewehr nehm ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Oh, ein Zweiender. Ah. Na also. Sie laben sich bereits. Nein, doch nicht. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Der Verletzte. Oh Gott. Es klickt. Es hat Klick gemacht. Ich habe kein Messer, oder? Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Ich hoffe, du kannst mit der Pistole umgehen. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Jagdgewehr. Ich finden sie nicht. Schnell. Er macht die Fenster. Okay. Nein, ich brauche erste Hilfe. Und ich muss... 7 Schuss habe ich nur. Schieß! Das ist dein Fenster. Ich bewache das Fenster. Mann, kannst du nicht ein Fenster bewachen? Er kann nicht mal ein Fenster bewachen. Ich hab nur noch 2 Schuss. Und ich hab nie daneben geschossen. Oh. Ah, da ist noch ein Schuss. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Ja doch. Oh, na los, na los! Das soll helfen. Au, oh, wow, wow. Pfui. Da rechts. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen. Gib's zu. Wo? Wo? Ich seh's nicht. Wo ist die Munition? Mann, das ist gemein. Ich sehe die Munition nicht. Da war keine Munition.
Gott. Nee, ich habe keine Munition gesehen, sorry. Er hat gesagt, da war mehr Munition, aber es war keine. Ich könnte den Bogen probieren. Nichts hier drüben. Da steht immer, da ist gestanden, ich bin voll. Aber das kann doch nicht voll sein. Okay. Kriegst auch einen Pfeil. Kriegst einen Pfeil. Du kriegst einen Pfeil. Und du kriegst erst. Du kriegst erst recht einen Pfeil. Was? Das hat er überlebt. Okay, du kriegst eine Kugel. Du kriegst auch eine Kugel. Dann hole ich mir den Pfeil wieder. Noch einen Pfeil. Nein, nein, nein! Und daneben und nochmal daneben. Okay. Was war das? Daneben. Wieder daneben. Leck mich doch am Arsch. Aufgemacht, Kleine. Da steht. Okay, jetzt habe ich wieder. Zumindest und der da. Nein, wie viel kommen da? Wir müssen hier raus. Ich glaube auch, wir gehen. Wieso haben wir das nicht gleich gemacht? Wir hätten gleich laufen sollen, hätten wir Munition gespart. Das hätte ich mir sparen können. Ah. Nix! Okay. Weißt du, wo es lang geht? Mach die Tür wieder zu. Na toll. Alles frei. Hier lang. Die werden doch nicht unsere Spur verloren haben. Folgetier. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Ich bin ein Folgetier. Okay. Folge mir. Das hast du schon mal gesagt. Nein, das auch noch. Hey Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Wohin? Oh, ich glaube, ich sollte schleichen. Schleichen. Und eher mit dem Bogen arbeiten. Oh. Was? Wieso hat mich der gesehen? Gibt's gar nicht. Das gibt's nicht! Er hat mich nicht gesehen! Nicht möglich. Die Klicker hier, die sehen besser als die anderen Klicker. Sind keine normalen Klicker. Sind Arschklicker. Aber mich würde interessieren, was mein Messer... Ich glaube, das bricht nicht. Ich versuch's mal. Das sieht mich jetzt aber nicht. Nein, tut er nicht. Aber wir sind vorsichtig. Dann erledigen wir den hier. Ja, da steht einer, ich weiß es. Und dann ziehen wir alleine. Shit, aber wohin? Sind uns auf den Fersen. Darauf! Geht da! Oh, er hat mir noch eine gegeben. Kommen die von hinten? Nee, die können nicht klettern. Oh, das war noch nötig, Mann. Den einen Hieb. Arsch. Der wäre auch nicht nötig gewesen, ha? Da liegt was. Sprengstoff. Damit kann ich aber im Moment nichts anfangen. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Ja, ich bin am Looten. Siehst du das nicht? Sollen wir denn ohne Loot überleben?
Was? Da hoch? Wo? Gibst du mir einen Boost? Oder was? Was soll ich machen? Ich kann da nicht hoch. Da? Ah, okay, da hoch. Hier, komm her, hilf mir rauf. Ich dachte schon, sie gibt ihm einen. Okay, fertig? Boost. Dann los. Joel war da geschickter. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Mache. Okay. Wir sind umzingelt von Klickern. Es gibt keinen Ausweg. Oder doch? Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.